Podcast geht. Wir haben ein bisschen Berlin-Feeling hier im Hintergrund, sind aber noch lange nicht zurück. Nein, wir sind heute in Schweinfurt und besuchen Luisa. Luisa macht total gerne Yoga, sie liebt Tiere und verbringt sehr viel Zeit und sehr gerne Zeit in der Natur. Und ich gehe sie jetzt treffen. Wir sind hier am Ellerzeuser See. Der befindet sich in der Ferienregion Haßberge. Das ist hier ein super schönes Naherholungsgebiet, wie du siehst. Man kann, ist einfach wunderbar schön hier zum Relaxen und zum Sonnenbaden. Ja. Ja. Ich finde, das können wir jetzt auch kurz mal machen. Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit dabei. Aha. Das ist ein Hinweis auf unser nächstes Ziel. Okay, das ist ein Kamel mit zwei Höckern, ist das richtig? Jawohl. Und lass dich überraschen, was wir machen. Wir machen Kamel. 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 Okay, los geht's. Alles, was du mir jetzt gezeigt hast, war schon echt unfassbar grün. Ist das hier überall so schön? Ja, also wir haben hier ganz viele, viele grüne Orte, viel Natur. Und wenn man hierher kommt, möchte man einfach nur entspannen und relaxen und die Seele baumeln lassen. Wir haben hier auch ganz viele Burgen, Schlösser, Burgruinen. Und die kann man super schön besichtigen und auf Entdeckertour gehen. Also ich muss da rein. Das da, das Grüne. Siehst du das Grün-Blau oder das Kleine? Das, da muss man. Guck, ich sehe den nächsten Mäusebussard schon um die Ecke. Knall. Wir sind jetzt gerade noch an der Burgruine in Königsberg entlang geschlendert. Ja, und haben generell und sehr viel Landluft heute geschnuppert, was mich persönlich total gefreut hat. Vielen lieben Dank an dich, dass wir das Feriengebiet Haßberge so toll erkunden durften. Und auch vielen lieben Dank an die Kamelführer-Jungs. Das war eine super coole Erfahrung. Nicht zu vergessen, die Bankcard. Ja, bitteschön. Kriegt natürlich jeder, der mitmacht. Danke. Ansonsten vergesst auf gar keinen Fall, den Channel zu abonnieren und gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.